Wie Sie schon den einleitenden Worten des ersten Bürgermeisters entnehmen konnten, wird es auch im Kita-Bereich und in der Kindertagesbetreuung, das umfasst auch die Kindertagespflege, zu Einschränkungen kommen. Und zwar dergestalt, dass wir ab Montag ebenso wie in der Schule bis voraussichtlich 29. März den Regelbetrieb einstellen werden. Das heißt, die Eltern werden aus diesem Grund dringlich dazu aufgerufen, ihre Kinder grundsätzlich zu Hause zu betreuen. In der Kindertagespflege ist es aber auch so, dass eine Betreuung der Kinder für alle, die beruflich oder aus anderen Gründen unbedingt darauf angewiesen sind, sichergestellt werden wird. Für diesen Personenkreis lassen wir die Kitas geöffnet. Und die Betreuung soll vornehmlich Personen zur Verfügung stehen, deren Tätigkeit, auch das hat der erste Bürgermeister schon angedeutet, gesamtgesellschaftlich bedeutsam ist oder der Daseinsvorsorge sozusagen zugeordnet werden kann. Ich will Ihnen ein paar Beispiele geben, weil uns diese Anfragen auch zur Stunde sehr intensiv erreichen. Es geht nicht nur um medizinisches Personal, sondern es geht zum Beispiel auch um Entstördienste von Versorgungsunternehmen und vielem mehr. Wir setzen darauf, dass alle Eltern eigenverantwortlich entscheiden, ob sie zu einer dieser Gruppen zur Daseinsvorsorge gehören oder nicht. Darüber hinaus möchten wir alle Hamburger Eltern ganz dringlich dazu aufrufen, ihre Kinder dann grundsätzlich zu Hause zu betreuen und auf eine Betreuung bei den Großeltern und oder Verwandten, Nachbarn etc. zu verzichten, weil diese präventive Maßnahme der Einstellung der Regelbetreuung nur wirksam wird, wenn man sozusagen nicht anderweitig Risikogruppen dann gefährdet an dieser Stelle. Es ist ja, wie Sie bisher auch den Medien und den Äußerungen von Experten entnehmen konnten, so dass dieses Virus bei Kindern überwiegend ganz, ganz milde verläuft, oft unentdeckt bleibt. Insofern ist das keine Maßnahme, die ganz vornehmlich ausschließlich dem Schutz der Kinder gilt, sondern es geht hier um eine präventive Maßnahme, die die Krankheitsverbreitung abmildern, einschränken und verlangsamen soll. Und deswegen sind wir darauf angewiesen, dass die Betreuung tatsächlich auch zu Hause dann stattfindet an dieser Stelle.